guck, deswegen gucke ich immer, ob die Kamera an ist, ja, weil ich gerade einfach 8 Minuten gelabert habe, ja, und die Kamera war aus, ja. Jetzt versteht ihr, warum ich immer gucke, ob die Kamera an ist, hier, scheiße, Mann, ja, einfach umsonst gelabert. Ich bin jetzt ein bisschen abgefuckt, ja, weil ich hasse es, Dinge zweimal zu sagen, ja, ich, ja. Es ist, ich meine, ich habe mich beim ersten Mal schon nicht angestrengt und es wird jetzt schwierig, das nicht angestrengte nochmal zu überbieten, ja. Aber gut, ich werde es versuchen, ja, schlechteste Folge aller Zeiten zu machen, ja. Also, wir haben jetzt einen Tag, ich weiß nicht, Donnerstag, glaube ich, 28. ist die Kamera jetzt an. Warte. Ja. 28.09.2017, es ist 1.16 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Bernhard TV halt hat, Moment, ich sehe es gerade nicht, ich weiß gerade nicht, warte. Mal machen. 857 Abonnenten und 134.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Ja, gestern war kein Video, habt ihr gemerkt, habt ihr euch den Kopf gegen die Wand geschlagen. So, wo ist das Video, ich kann's nicht, ich weiß nicht, was da los ist, ja. Kam kein Video gestern, weil ich hatte zu tun, ja. Den ganzen Tag und hatte ich war nachmittags kurz zu Hause, da hatte ich eine wichtige Entscheidung zu treffen, liebe Leute, ja. Es geht übrigens um Tipico, ja, wollte ich schon sagen, diese Folge, aber egal, ja. Ja, hatte ich eine wichtige Entscheidung zu treffen, ja, war ich zu Hause, habe ich gesagt, entweder, ja, mache ich jetzt diese Folge für die ganzen Affen da draußen, damit die was zu gucken haben, ja, oder ich mache was Wichtiges, ja, ich überlegt, habe ich euch lieb oder nicht, ich habe euch nicht lieb, ja, mache ich das lieber das andere, scheiß auf YouTube heute, ja, habe ich ja kein YouTube-Video gemacht, da war ich unterwegs, ja, unterwegs hatte ich einen Termin, was heißt ein Termin, ich musste was erledigen und aus diesem Erledigen hatte ich einen Termin ergeben, dann war ich bei einem Termin, hatte ich was anderes ergeben, ja, dann war ich um 1 Uhr nachts zu Hause, ja, ich, am Arsch, sage ich euch, am Arsch. Ja, viel zu tun gehabt. Deswegen kein Video. Ja, holt nicht rum. Ja, Versage. So, und, ja, ey, falls ihr euch wundert, was diese ganze Motorsäge im Hintergrund ist, das ist mein Hund, der pennt wieder auf dem Bett. Ja, ich habe den gerade gefilmt. Ja, der weiß gar nicht. Ja. Doch, der hat's gemerkt. Aber ich habe ihn gefilmt. Wenn ihr sehen wollt, auf meinem Instagram, ja. Bernhard TV heißt ich da, glaube ich, ja. Ja, übrigens Instagram. Ich muss ein bisschen mit Instagram, ja. Es gibt kein soziales Netzwerk, das so einfach geht, sich hochzupushen wie Instagram, ja. Alle Leute, die unter 200 Millionen Abonnenten haben bei Instagram, sind Versager, weil die es nicht können, ja. Gut, ich habe auch nur 200 Abonnenten, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe keine Ahnung von dieser Instagram, ja. Aber wir fangen jetzt an, liebe Leute, ja. Ich will, dass ihr alle auf mein Instagram kommt, ja. Ich will jetzt schnell 2 Millionen Abonnenten haben, ja. Damit, so auf Instagram, damit ich da auch Geld verdienen kann, ja. Dann mache ich so Fotos die ganze Zeit von irgendeinem Scheißregen und verlange dafür Geld an. Das ist das Beste auf der Welt, so Instagram nutzen, ja. Ich werde dann so richtige Instagram-Bitch, Alter. Ich hasse das, ja. Warum bin ich keine Frau, ja, warum bin ich keine gut aussehende Frau so auf die Welt gekommen? Ohne Witz, so eine richtige Drecksau. Ey, ohne Witz, wenn ich so eine Drecksau wäre, ich würde die ganze Zeit nur irgendeinen Scheißdreck Körperteil von mir fotografieren, ja, und ich würde, das reicht bei Instagram, ja. Verdammte Kacke, ich habe das erst jetzt so für mich entdeckt, ja. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Bitches, so, die machen so, ich denke mir, Alter, was für Frauen, ja. Und die ganze Zeit sehe ich die präsentieren irgendwelche Müslis, ja, oder Eiweißpulvers, ja, und, ich würde sagen lassen, die kriegen viel Geld für so ein Foto, ja, was, wo man, und ich mach diese YouTube, ja, ich mach hier diese Videos, und die machen einfach so ein Foto und kriegen aber 400 Euro, ja, irgendwas läuft hier schief, ja, ich bin für Gleichberechtigung für hässliche, dicke Männer, ja, das geht nicht, ja, entweder gebt ihr mir jetzt Geld, oder ihr nehmt den geilen Frauen weg und gebt es mir, ja, weil so geht's nicht weiter, ja, liebe Leute. So, ja, also Instagram, ja, seht ihr meinen schnarchenden Hund. Sei mal ruhig jetzt hinten, dann chill mal mein Leben. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, hab ich nicht gesagt, Tipico? Ja, wir machen Tipico, genau. Ja, was war das wieder für ein Spieltag? Ein wunderbarer Champions-League-Spieltag. Ja, ich habe wieder alles richtig getippt, ja. Wunderbar, ich bin der Meister aller Tippspieler, ja, ohne Witz, ja. Ich habe, irgendeiner hat mir geschrieben, der macht jeden Tag 2000 Euro bei Tipico, ja. Eine reife Leistung, ja. Dann habe ich sie gebeten, mir bitte mitzuteilen, was denn so die Tipps wären dann heute für die Champions League. Dann kam nichts mehr, ja. Das ist natürlich leicht. Das ist dieses Günther Jauch-Syndrom-Prinzip, ja. Wenn man so im Fernsehen guckt, wer wird Millionär, da weiß man immer alles besser. Weiß man immer alles, ja. Aber wenn man wirklich mal vor der Kamera ist, dann ist man ganz schnell hier, ja, Muffensausen, ja. Um nicht sagen zu müssen, Eierschwitzen, ja. Aber Eierschwitzen gefällt mir besser als Muffensausen. Was ist Muffensausen für ein Wort? Ne? Geistspende. Ja, jedenfalls, ja, dieses Typische, ja, ich, wenigstens, sage ich hier in der Kamera, dass ich gar nichts kann und sage irgendwelche Ergebnisse, die nie eintreffen, ja. Ist okay, ja, ich bin mit meinem gescheiterten Schicksal, habe ich abgeschlossen, ja, ich bin okay. Also auf Ami würde man sagen, I'm good, ja, I'm good. So, ich habe es akzeptiert, ja, dass ich ein Versager bin, was Sportwetten angeht, das macht mir nichts, ja. Ich sage euch immer die falschen Tipps, ist okay, ja.
Natürlich gibt es dann 1 Milliarde Menschen, die das dann kommentieren müssen. Der kann gar nichts, ich weiß alles besser. Gut, ja, dann weißt du halt alles besser in deinem kleinen, keine Ahnung, wo du herkommst, ja, Kuhdorf. Super für dich, ja. Setz dich hin, ja, mach ein Video, ja, vor dem Spieltag am besten, ja, nicht nach dem Spieltag, ja. Und dann erzähl es der Welt, was du alles weißt, ja, was alles für Tipps eintreffen, ja. Und dann werden wir mal gucken, ja, werden wir mal gucken, ja, das ist ganz toll, ja. Ja, wir machen Tippico. Ja, was war das für ein Spieltag eigentlich, ja? Ich will ja nur eines loswerden, ja. Ich habe einen Schein gemacht, habt ihr ja mitbekommen, wo ich auf Bayern, auf Dortmund und auf Leipzig getippt habe. Ja, es war ja nicht so wahrscheinlich, dass sie gewinnen, ja. Ja gut, so im Nachhinein sehr unwahrscheinlich, dass sie gewinnen anscheinend, ja. Aber gut, ey, ich meine ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen traurig, so wenn man bedenkt, ja, dass Bayern, Dortmund und Leipzig gerade so das Maß aller Dinge in der Bundesliga sind, ja. So wirklich, ey, wenn man so Bundesliga... Der war mit Ansage, aber ich wusste es nicht, ihr. Ja, ich wusste, dass ich gleich rübsen werde, ihr nicht. Ja, für euch war es eine Überraschung, versteht ihr? Jedenfalls, wenn man so Bundesliga guckt, den Spieltag so ein bisschen, ja, dann denkt man sich doch an, okay, Bayern ist irgendwie komisch, ja, aber bei Dortmund denkt man sich alle, die sind zu krass, die sind die Saison rasierend, ja. Bayern macht dann irgendwie, gewinnen, dann machen dann schon ihre Punkte, ja. Leipzig auch mal so, ja, jetzt auch nicht so souverän die Saison, aber die machen eigentlich auch schon ganz gut. Und dann denkt man sich so, okay, die sind das Beste, was die Liga zu bieten hat, ja. Und dann kommt mal so ein Real, ja, dann kommt ein Paris und dann kommt Beşiktaş, ja. Also von Real und Paris, okay, Beşiktaş, ja, Respekt für Beşiktaş, ja, Leipzig, du Idiot, eine richtige Versagermannschaft, der kann gar nichts. Ja, es ist ja richtig traurig für den deutschen Fußball, jetzt mal ohne Witz, ja. Heute spielt ja auch noch Köln, ja, also... Sagen wir es mal so, heute spielt Köln, ja, meine letzten Hoffnungen für den deutschen Fußball beruhen auf Hoffenheim, um es ganz höflich auszudrücken für Köln. Ja, gut, Hoffenheim kann den letzten, die Ehre, das letzte Funken Ehre des deutschen Fußballs noch irgendwie retten, ja, weil sonst, ja, sonst muss man hier mal eine Diskussion führen, ja, ob man Bayern, Dortmund und so auch mal 400 Millionen in die Hand nehmen sollen, ja, und mich verpflichten, ja, oder irgendwie einen anderen Spieler, der in meiner Liga ist, ja, so, keine Ahnung, ja. Chuck Norris oder so. Jedenfalls, scheißegal, ja. Was labern wir hier die ganze Zeit eigentlich, ja. Es ist peinlich für den deutschen Fußball, ja. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hab eigentlich keins der Spiele gesehen, ja. Ich hab gestern, hatte ich zu tun und heute hatte ich zu tun. Dann bin ich um 1 nachts nach Hause gekommen, hab so Ergebnisse gecheckt und dann so, aller krass, Alter, was mit Benfica los, ja. Seferovic 5 Eigentore geschossen, wie konnten die 5 Dinger kriegen, ja. Das ist ein Witz, ja. Also, einige Spiele... Dass Barca auch nur 1-0 gewinnt, ja. Alles andere habe ich ja eigentlich richtig, ja. Bis auf Leipzig. Wie kann Monaco zu Hause 3-0 gegen Porto verlieren? Jetzt mal ohne Witz, ja. Schiebung oder was? Schiebung! Schiebung! Bitches, ja. Das ist ein Witz, Alter. Sonst habe ich eigentlich alles richtig, sehe ich gerade. Naja, na gut. Rom auch nur 2-1 gegen Karabakh, ja. Uiuiui, Alter. Ich meine, die haben gewonnen, ist gut, aber. Ey, das ist doch ein Witz, Alter. Das ist ein Witz. Ja, Liverpool, Alter. Achso, ey, ich wollte euch Tipps machen. Ey, ich mach mal Pause, weiß nicht, wie lange ich lang warte. So, ist an jetzt, ja, so. Ich wollte euch doch irgendwas hier erzählen, jetzt so tippsmäßig so. Ey, manchmal laber ich so. Ich laber ja eh 4-mal so schnell, wie mein Gehirn denken kann, ja, und dann vergesse ich einfach alles, ja, das ist ein sehr trauriges Dasein, dass ich so führe, jetzt mal ohne Witz, ja, ganz ehrlich, ich bin sehr traurig, depressiv eigentlich, ja, und, Hilfe, ja, und, chill mal jetzt endlich, Alter, der regt mich voll auf, wie der schnarcht, ja, der pennt dann bei mir im Bett, Alter, die ganze Zeit so seinen Arsch in mein Gesicht, und dann schnarcht er so die ganze Zeit, Alter, ich bin seit 4 Tagen eigentlich schlaflos in Seattle, weil der lässt mich einfach nicht pennen, Alter, warte, wo sind die Tipps, so. Also, ja, ich, da jetzt meine letzten Tipps fast alle falsch waren, werde ich jetzt versuchen, an diesem Spieltag alles falsch zu tippen, ja, bei Euroleague, die Spiele. Ich habe mir da jetzt ein bisschen rumgespielt, ja. Ihr wisst, ich mache keine Analyse, keine Statistik, kein gar nichts, ja. Viele machen das, sollen die machen, ist cool, ja. Also, ich sage euch einfach die Wahrheit, ja. Ich bin einfach viel zu faul, ja. Ich habe keine Zeit, ich bin viel zu faul, ich habe 1000 andere Sachen zu tun, anstatt mich hier hinzusetzen und,
zu gucken, ja, wie die letzten 30 Jahre auf dem ganzen Kontinent verteilt gespielt haben. Ja. Deswegen, wir machen wieder mal, ich tippe einfach so fröhlich aus dem Bauch heraus, wie gesagt, Geld gewinnen bei Tipico ist wunderbar. Ja. Bei Tipico übrigens, oh, ich vergesse es, ich bin so blöd, Alter, ich vergesse es auch immer. Ja. Hey, ich bin Tipico jetzt, Affiliate, ja, das, wisst ihr, was das heißt? Ja, wenn nicht, dann seid ihr blöd, erstens ja. Und zweitens ja, ihr kommt jetzt zu Tipico, unter dem Video ist ein Link, ja. Unter dem Video ist ein Link, ja, klickt ihr drauf, ja, und dann meldet ihr euch an bei Tipico. Ja, ihr könnt, wenn ihr bei einem anderen Wettanbieter seid, scheißt auf den, braucht ihr nicht. Geht zu Tipico, ja, dann kriegt ihr Bonus, Startbonus, Geld, ja, alles, was ihr einzahlt, verdoppeln die euch bis 100 Euro. Jetzt spart diese Steuern, die zahlt ihr überall anders, ja, das bei Tipico ist nicht so, ja, spart ihr Geld, ja. Und, ja, das ist einfach das Beste, ja. So Menschen wie ich, ja, ich bin schon alt, ich bin fünfmal so alt wie ihr alle, ja, und ich komme gar nicht mehr klar mit diesen anderen Wettanbietern, ja, die sind so unübersichtlich, ohne Scheiß, die Farben gefallen mir nicht. Tipico hat ein schönes Rot, ja, das ist super, ja, die Seite ist ganz einfach, ja, für Affen gemacht. Ich gehe auf diese Seite und dann verstehe ich alles. Das ist wunderbar. Geht zu Tipico, ja. Geht nicht einfach zu Tipico. Klickt auf diesen Link, dann meldet ihr euch an. Ja, das ist gut, weil dann ein bisschen helft ihr mir so ein bisschen. Dann kriege ich ein bisschen mein Taschengeld davon. Ja, das ist wunderbar. So, ja, das ist jetzt bei Tipico. Habe ich jetzt meine Tipps gemacht, ja. Wo waren wir, ja? Ja, ich habe jetzt bei Tipico meine Tipps gemacht. Ich weiß nicht, scheiß drauf, labern wir einfach mit den Tipps, ja. Also, 5 Euro Einsatz, ja. Könnt ihr gewinnen 40 Euro, ja, so ein Safety-First-Tipp, ja. Ihr wisst, es gibt kein Safety, ja. Aber ich denke mal, sollte drin sein, ja. Also, Lazio Rom gegen Sulte Waregem. Der Erste, der mir sagt, was das für ein Land ist, kriegt einen Daumen nach oben von mir. Keine Ahnung, auf Lazio Rom zu Hause, ja. AC Mailand gegen Rinker? Rinker, sie spielen gegen AC Mailand morgen. Nein, Reka. Reka. Ah, sorry, doch nicht, ja. Na gut, ja. AC Mailand zu Hause, ja. Ludogorets-Razgrad. Ey, ohne Witz, Alter. Das ist Europa. Ey, das ist nicht Europa, Mann. Das klingt. Was weiß ich, wie klingt das? Klingt, hätten wir einfach so Buchstaben aneinander gereiht, Mann. Ludogorets-Razgrad. Was ist das, Ludogorets? Gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim macht das jetzt, ja. Rette diese Ehre des deutschen Fußballs zur Versagermannschaft, ja. So. Bate Borisov gegen Bate Borisov Becker. Kennt ihr Borisov Becker? Ja, der ist pleite, ja, der ist Bate. Der ist nicht pleite, der ist Bate. Ja, also Bate Borisov Becker gegen Arsenal. Auf Arsenal natürlich, ja. Arsenal in der Euroleague, das ist auch so ein ungewohntes Bild eigentlich, ja, aber gut. Partizan gegen Dynamo Kiew, ja, das ist so das größte. Das größte Risikofragezeichen dieses Spieltages, meiner Meinung nach, dieses Tipps, dieses Tippscheins von mir, ja. Aber gut, ich habe auf Dynamo Kiew gemacht. Dynamo Kiew, ja, das ist, ja, ist ein Risiko, aber Zweierquote mitgenommen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, 5 Euro Einsatz, 40 Euro könnt ihr gewinnen, zack, zack. So. Nächster Tipp, ja. 5 Euro Einsatz könnt ihr rausholen, 130 Euro, ja, das sind, wie viele Spiele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, ja, warum denn nicht? Also. Sporting Braga gegen Başakşehir, FKK Club, ja. Auf 1, Braga. Everton gegen Apoel Limassol auf Everton. Bate Borisov Becker gegen Arsenal auf Arsenal. Zenit St. Petersburg gegen Real Sociedad auf St. Petersburg. Lazio Rom gegen Soltan, keine Ahnung, auf Lazio Rom. AC Mailand gegen Rinker auf AC Mailand. Und Maccabi Tel Aviv gegen Villarreal auf Villarreal. So macht ihr mit 5 Euro Einsatz 130 Euro, ja. Ich werde spielen, auch wenn diese Scheine niemals kommen, ja. Also ich sollte es nicht spielen, ja. Ich sage euch nur, was ich spiele, weil diese Scheine kommen nicht. Aber ich mag es, Geld aus dem Fenster rauszuwerfen, ja. Das gefällt mir ganz toll, ja. Ich mag das Unternehmen aufzubauen, ja. Fremde Unternehmen aufzubauen, meine Spenden hier. Besonders Tipico. Dann sehe ich, habe ich noch einen Tipp hier. Mit 5 Spielen. Was ist daran anders eigentlich? Ach so, ich habe eigentlich nur so relativ gute Quoten gespielt. Ich habe keine so Billigquoten gespielt. 5 Euro Einsatz, ihr könnt raus von 162 Euro gegen diesen Ludogorets-Razgrad, also auf Hoffenheim, mehr 1,85er Quote. Dann Partizan gegen Kiew auf Kiew. Maccabi Tel Aviv Villarreal auf Villarreal, beides Zweierquote. Olympique Lyon gegen Atlanta, nicht Atlanta, Atalanta Bergamo, Atlanta Bergamo, auch geil. Auf Olympique Lyon zu Hause, 1,90er Quote, ja. Und Who Shot the Sheriff, Tiraspol. Kommen diese Mannschaften, ja, gegen Kopenhagen. Auf Kopenhagen, ja. Ich weiß nicht wieso, Alter. Ich habe absolut nichts mit Kopenhagen am Hut. Aber
Ich habe irgendwo ein Gefühl, ja, ich habe irgendwo ein Gefühl, das kommt mal an, wie man 2,30er Quote, ja. Wie gesagt, 5 Euro Einsatz, 162 Euro, 162, 162 Euro könnt ihr rausholen. Und das ist kein Schein mehr. Das ist ein Bild von einem Sweatshirt, das habe ich heute gemacht, ja. Ja, das habe ich heute gemacht. Was ist los? Macht ihr keine Bilder von Sweatshirts, ja. So, also, ja, das sind meine Tipps jetzt eigentlich, ja. Wie gesagt, Tipico ist unter dem Video. Geht auf den Link, meldet euch an, ist wunderbar. Wir haben jetzt schon 10 Leute, die mitspielen. Bei Tipico ist wunderbar. Ja, es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja. Ich sage jetzt Tschüss, ja, und war natürlich für Bundesliga-Tippspiel, müssen wir auch noch machen, ja. Ach, so viel Arbeit muss ich machen, egal. Ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, ne? Verpisst euch. Ich mache jetzt einfach hier weiter, gell? Chelsea gegen Atletico geworden. In Atletico, sehe ich gerade. Stabile Leistung, Alter. Ich wollte echt auf Chelsea tippen, Alter. Habe ich, glaube ich, auch in irgendeinem Schein. Habe ich alles verloren. Ja, alles verloren, Alter. Gib mir einfach Geld, Alter. Da muss ich mich nicht hier so quälen. Jetzt geht endlich. Ciao, jetzt.